Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Western Wilds Map. Und wir haben August, der nächste Monat ist da. Bedeutet sehr viel Arbeit für uns. Ja, kein Problem, wir legen auch sofort los. Hier steht der K700, der hat Raps als Saatgut ausgewählt. Und damit legen wir auch direkt los, dass der hier schon mal anfangen kann, die Felder zu bestellen. Weil, das sind derart viele, der wird viel zu tun haben. Wir werden wahrscheinlich auch gleich den nächsten K700 aus dem Schuppen holen. Der kriegt dann auch noch eine Sämaschine hinten dran und dann können die hier gemeinschaftlich die Felder bestellen. So war ungefähr mein Plan. Warte mal, wir müssen noch mal leicht nach rechts nachkorrigieren, dass das hier alles so seine Richtigkeit hat. Und dann kann es losgehen. Ja, die Kollegen kriegen hier erstmal Vorwände, Abfahrt, so. Ja, wir müssen danach noch walzen und striegeln, ist ja klar. Aber für den Anfang sollte das erstmal so reichen. Wenn die Frucht erstmal in der Erde ist, dann bin ich da schon sehr glücklich drüber. Wir haben ein bisschen Geld durch das Vorspulen, ist ja klar. Wir müssen mal immer kurz was schauen, denn ich glaube, wenn die hier komplett... Genau, hier wächst nämlich Unkraut. Ich weiß nicht, ob wir hier mit einem Pflanzenschutz lang müssen oder nicht. Vielleicht kann mir dazu ja einer was sagen in die Kommentare. Wäre echt geil, weil ich habe hier ja keine Ahnung von. Ne? Ich bin ja kein Olivenbauer, nicht? Deswegen, also ich habe das Zeug hier geflücht und wir haben die gedüngt und mit der Walze ist nichts passiert. Hier wächst aber Unkraut. Hier so Distel, die Strüpp. Ich will das da ja nicht haben. Beeinträchtigt anscheinend aber unsere Oliven nicht, weil wir haben 100% Ertragbonus und die düngt 100%. Ja, es ist die Frage, ist es egal, ob hier Unkraut wächst? Sollte so sein, musste so sein? Ich weiß es nicht. So, der Kollege kriegt ja erstmal sein Vorgewende, ist ja klar. Wie so eine Schlange, erstmal schön verknotet hier. Aber die neue Sämaschine haben wir beim letzten Mal gesehen, wo wir Gras angesät haben. Die ist echt top. Also die macht ihre Arbeit sehr, sehr gut. Ja? Mit dem K700 zusammen, das läuft einfach. Und wie gesagt, ich hätte davon gerne noch eine zweite. Und dann ist die Aussaat rocky zucki machbar. Da vorne brauchen wir noch eine Baumreihe, sehe ich gerade. Die andere habe ich fertig gemacht, bei unserer Wiese da hinten an den neuen Feldern. Aber hier zwischen fehlt noch. Wir sehen noch nicht, ob wir da Bäume pflanzen oder ob wir da aus dem Menü, aus dem Landschaftsbau welche nehmen und direkt eintopfen. Müssen wir mal gucken. Komm Junge, zieh durch. Bis an Ende ran. Genau. Das wird eine massiv große Raps-Aussaat werden. Ich möchte nämlich, wenn es geht, alle Felder mit Raps bestellen. Wobei, warte mal. Das neue Feld da hinten, da wo wir gerade hingeschaut haben, wo die Baumreihe hin sollte, wir gucken gleich mal, da würde ich eventuell vielleicht auch noch Weizen mit anbauen, dass wir einen extrem hohen Vorrat haben für unser Schweinefutter. Da müssen wir auf lange Sicht planen, deswegen, ja, mal gucken. So, der kann hier auf jeden Fall jetzt erstmal so seine Dinge tun. Mit dem Feld wird der erstmal beschäftigt sein hier. Na? So, mit dem machen wir heute nichts, mit dem auch nicht, aber mit der Sämaschine, die hier neben steht. Wir holen uns mal den anderen K700 ran. Den da. So. Den hängen wir an die andere Sämaschine und dann kann der erstmal so loslegen, weil jetzt können wir uns die zweite große Sämaschine noch gar nicht leisten. Besser gesagt, möchte ich mir jetzt noch gar nicht leisten. Hab dann nämlich andere Pläne, denn wir müssen wahrscheinlich sehr viel Helferkosten aufbringen, denn die Arbeit ist halt im August echt umfangreich. Wir haben nämlich die Kartoffeln noch zum Roden. So, wir schalten immer um auf Raps. Da ist er. Dann hauen wir hier noch Zeug in die Sämaschine rein. Hier steht ein Sack mit Saatgut. Frag bitte nicht warum. Ja, aus Gründen. Komm, mach voll. Naja, geht doch. Dann können wir mit dem schon das nächste Feld bestellen. Und dann haben die auf jeden Fall schon mal zu tun. Das ist sehr gut.
Dauert ja ewig hier. So, Dünger ist auch voll. Dann legen wir mal los. Ich muss mal kurz gucken, ob welches Feld. Lassen wir denen arbeiten erstmal. Wollen wir die zusammen so ein Feld bestellen lassen oder schicken wir den da hinten gleich parallel dazu mit auf dem Feld? Würde bald mehr Sinn machen, oder? So, dann falten wir schon mal das Ding hier auseinander. Die Hupe ist geil von dem Ding, was soll ich sagen? Okay. So. Da mäht es scharf, da machst du nichts. Maximale Arbeitsbreite ausnutzen, wenn es denn geht. Dann müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren hier. Ein bisschen kalibrieren, durchprobieren, rumrangieren. Und in die Erde die Samen reinpenetrieren. So. Alles voll mit Raps. Raps, Raps. Der andere müsste uns gleich entgegenkommen eigentlich, oder? Das wäre mal ein schönes Bild, wenn er denn da hinten fährt. Kriegen wir das hin durch die Baumreihe? Wird eng, oder? Genau, da ist ein Busch im Weg. Na, ist egal. Egal, Karl. So. Der kriegt hier auch immer außenrum sein Vollwände und dann darf der hier alleine weitermachen. Wir brauchen dann unbedingt noch eine zweite Walze oder sowas. Und dass wir hier mal ein bisschen zur Potte kommen, habe ich ja beim letzten Mal schon angesprochen. Weil sonst brauchen wir hier mit einer Walze für alle Felder gefühlt einen halben Tag, also einen echten halben Tag. Weil, ne, Arbeitsgeschwindigkeit, Arbeitsbreite, ihr wisst Bescheid, der Helfer mit Umdrehen, da hat er ja nicht so schnell, ne? Da ist da immer sehr. Was ist denn hier los? Hallo? Okay. Wir müssen hier feinfühliger lenken, sonst wird er sich hier wieder verknoten. Und Zündung. Oh yeah, das ist ein riesen Acker. Mal gucken, ob das überhaupt reicht hier mit dem Saatgut und dem Dünger und alles. Und dann hätte ich gesagt, hauen wir mal die Ölmühle richtig voll mit Raps. Also, naja, was heißt richtig voll? Müssen wir mal abschätzen, wie viel wir überhaupt ernten. Dass wir da mal einen vernünftigen Vorrat haben, um permanent penetrant Öl zu verkaufen. Ne? Für das Portemonnaie muss das ja richtig laufen. So, guck mal, dieses Feld hier vorne, meine ich. Wenn wir hier nochmal Weizen mit draufschmeißen, ich glaube, dann haben wir mehr als ausgesorgt für das Schweinefutter, weil das Feld da vorne würde ich auch gerne mit Weizen machen. Das sollte reichen. Hier kommt auch eine Baumreihe hin, dann müssen wir uns mal. Na, wobei, warte mal, vielleicht könnten wir hier mit dem Bagger. Ah, verdammt. Ich hab da schon wieder Ideen. So. Okay, Vollwände steht. Die können jetzt die Bälle durchziehen. Wir gehen zum Shop. Und zwar Clever Motors, denn ich möchte gerne bei den Großtraktoren einmal einkaufen. Wir haben nämlich gerade die Kohle dafür und zwar hätte ich gerne den Kameraden hier. 600 PS lastig schaltet, Reifenvariante nehmen wir diese. Rundumleuchten kann er vertragen, warum nicht? Ist ja nur eine, oder? Ja, die eine, die nehmen wir mit. Frontgewicht volle Pulle, Monitore brauchen wir nicht, wir arbeiten analog. Fahrzeugfarbe, Case Original auf jeden Fall, schwarz, wobei wir haben viele schwarze Fahrzeuge. Oh, Leute, wir haben schwarzen Deutz, wir haben einen schwarzen Case, wir haben einen schwarzen MB-Truck. Ach, verdammt, wollen wir uns den hier in schwarz kaufen? Ich finde ihn ja in rot auch geil. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, was machen wir da? Auf jeden Fall machen wir erstmal den Auspuff in Chrom, ist ja klar. Ne? Vom Turbolader direkt nach einem Engine-Dämpfer drinne rein. So, der kostet 71.000, das ist nicht teuer. Wollen wir den in schwarz kaufen? Ich weiß nicht, ich finde schwarz geil. Ich finde aber auch rot geil. Also, ha. So, the black one. Guck, da ist er. Schön. Mann, ich hab voll Bock drauf. Schön den Auspuffrohren. Krumm, dicker, fetter Turbolader und Abfahrt.
Damit habe ich was vor. Und zwar gehen wir ja jetzt in die Kartoffelernte. Die Sämaschinen, die sind ja fleißig am Tun. Oh Gott, wir müssen noch nach denen. Warte mal. Wir müssen uns ja erstmal um das Viehzeug kümmern. Ich habe ja vorgespult. Haha, also erstmal Stroh für die Schweine. Wie sieht es denn aus mit dem Futter? Hallo? Da stand es gerade. Nahrung, 5000, das reicht doch. Okay, Stroh ist auch genug da. Sehr schön. Er macht hier so Dinge. Was ist denn mit dem Wasser im Gewächshaus? Oh ne, das reicht doch. Kannst du deine Motorsäge wieder ausmachen? Bei den Schafen schmeißen wir mal Wasser hinterher. Was ist denn mit dem Futter? Zeig er mir das hier an? So richtig gerade nicht, ne? Doch da. Nahrung, 20.000. Okay, haben wir noch keinen Bedarf. Über diese Wasserfüllplane hier, da schweigen wir mal, ne? Die hat sich im Winkel vertan. Die muss eigentlich in die Wanne. Ja. So, wir brauchen hier noch keinen neuen Bund hinpacken. Die wollte ich gar nicht hin. Wir müssen auch die Hühner füttern, Leute. Hier wollte ich hin. Oh, und raus damit. So, das war schön. An Eier rankommen. Perfekt. Was wollte ich sagen? Ich wollte was machen. Was war denn das? Verdammt. Himmel sagt Zement. Wir müssen mal wieder Steine zur Goldproduktion hinfahren. Da ist nicht mehr viel drin. Egal, wir werden jetzt erstmal mit unserer neuen Errungenschaft hochfahren zur BGA. Da machen wir den Kartoffelroderstart klar. Und dann legen wir los, weil dann können wir nämlich mit dem Traktor, der nicht besonders schnell fährt, das ist mir aber egal, die Kartoffeln wegfahren. Ne? Bodenverdichtung und so. Ihr wisst Bescheid. So, die K700-Kollegen, die sind hier voll am Start. Da hinten habe ich noch den Fendt mit der Walze stehen lassen. Und irgendwie gefällt mir das hier nicht mit der Wiese und dem Feld hier vorne. Das sieht mir so nackig aus. Wir sehen noch nicht, was wir da machen. Ob ich hier bloß eine Reihe Büsche langzimmer oder... Ja, auf jeden Fall ist die Baumreihe hier fertig. Guckt mal. Da habe ich so ein paar Büsche und ein bisschen Gestrüpp und Blümchen und ein Busch und da noch so ein paar andere Bäumchen reingezaubert. In der Mitte haben wir eine Durchfahrt. Die gliedert sich doch schön ein hier, oder? So, dann haben wir die Baumreihe nämlich fertig. Und dahinter... Oh Gott. Das sind doch Kartoffeln hier schon, oder? Ja. Kraut entfernen. Kann los hier. So, wir fahren mal rüber und holen uns den Anhänger und den Kartoffelroder. Ich bin gerade beim Fahren am Überlegen, ob das eine gute Idee war, mit dem Vehikel das zu machen. Weil der fährt ja nicht mal so schnell. Und die Wege sind echt weit. Der Plan war ja gewesen, dass wir die Kartoffeln, die hier wachsen, alle in die Schweinefuttermachmaschine stecken. Das heißt, wenn der Kartoffelroder voll ist, müssen wir den Hänger nach da hinten fahren, zur Farm. Und das dauert lange, weil der Weg ist weit. Hilft aber nicht, wir brauchen ja einen starken Traktor, sonst ist das ja alles Quatsch. So, wir haben hier Licht an der Karre und Umleuchte. Hupe normal, der Rest geht. Wir werden sehen, kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall haben wir einen fetten neuen Knickschlepper-Traktor. Ich wollte hier eigentlich ja nicht so große Gerätschaften haben, aber ja, bei Bedarf musst du handeln. Wir sind ja gleich da. Ah, guck mal hier, die PGA nimmt sich doch die Silage nach und nach weg. Aber irgendwie nur die unteren wollen. Was ist mit den oberen? Die haben keinen Bock oder wie? So, Kollision wieder abgeholt. Die Sache läuft. Physik und die Schwerkraft ist alles wieder im Lot. Wir brauchen den blauen Anhänger und den dicken, fetten Kartoffel- und Rübenroder. So, ich habe schon wieder gesehen in den Mods und so. Da gibt auch Rodefahrzeuge. Warte mal, können wir hier irgendwas verstellen? Warte mal, wir konnten die Deichsel vom Hänger hoch und runter schieben, ne? Ist das so okay? Oh, das passt aber eigentlich. Wir lassen das so. Der kann mal warm laufen. Der ist noch nagelneu. Das Öl muss überall erstmal richtig schön hinkommen, ne? So. Dann werden wir mal loslegen mit unserem Übertier. Ich habe nämlich andere Fahrzeuge schon gesehen mit... Hey. Hallo? Wieso waren denn ausgefahren? Was soll denn der Quatsch? Hallo? Hallo? Ich würde gerne diese Örtlichkeit hier verlassen. Was ist denn hier los? Ah ja!
Transformier dich. Alles klar. So, und bau wieder auseinander. Ja, das hat keiner gesehen, oder? Okay. Nö, aber mit die Arbeitsbreite, was das Ding hier hat, da komme ich ja locker mit klar. Und wir werden auch sofort anfangen mit dem ersten Acker hier, oder? Schneidwerk runter. Besser gesagt Krautschläger und die erste Reihe angepeilt. Das ist ein riesen Viech von Fahrzeug. Das ist der Hammer. So. Überladeröhr ist aktiv und Zündung. Ja, der Helfer wird jetzt helfen. Hier kommt Kartoschkas. Ich hoffe, die Sache funktioniert. Was hat er denn? Fahr mal bitte, ja? Hallo? Jetzt echt jetzt? Was ist denn los? Komm, Junge, hau raus. Ha. Wovor hat er denn jetzt Angst gehabt? War da irgendein Baum oder irgendwas als Kolli im Weg? Ich weiß es nicht. Verdammte Hacke. Da schon wieder. Nein, du machst bitte denn. Sag mal. Fängt aber an zu spinnen hier, war? Bei jedem Baum jetzt oder was? Aber hier war doch ja auch nicht, was eine Kollision verursacht. Also irgendwie verstehe ich es gerade nicht. Da schon wieder. Nein. Also es wäre lustig, wenn es lustig wäre, aber ich finde es nicht lustig. Oder wir müssen hier nochmal so einen ganz kleinen Streifen irgendwie Gras rankleben an der Seite, dass wir das Feld ein ganz kleines Stückchen kleiner machen, weil das ist ja anstrengend hier. Also gefallen tut mir das nicht. Ich brauche immer den Kompass, dann fahren wir den ersten Streifen halt selber. Wenn er Angst vor seiner Umwelt hat, das geht ja gar nicht. Soll einfach bloß Kartoffeln roden. Mehr soll er doch ja nicht machen. So. Mal guck mal, den anderen Acker daneben, den haben wir auch leicht nach rechts. Na, wenn nicht, müssen wir hier nochmal einen Grünstreifen rinzaubern. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Wir lassen mal fahren, mal gucken, ob er jetzt durchzieht, weil dann kann er nämlich auch alleine umdrehen. Das wäre mir schon sehr wichtig. Warte mal, sind hier noch Kartoffeln drin? Hier sind doch noch Kartoffeln drin. Du Blödmann, hol die da raus. Nein, nein, nein. Ja, egal. So, wir nehmen uns den. Und gucken mal, wann der Roder voll ist. Ich weiß nämlich aus dem Kopf gerade ja nicht, wie groß der Korntank, besser gesagt der Bunker vor dem Teil ist. Das ist nämlich schon eine Weile was her, wo wir das letzte Mal Kartoffeln gemacht haben. Deswegen müssen wir mal schauen. Wir können aber auch im Menü gucken. Warte mal, wir haben ja das Ding hier da. Er hat ein Korntankvolumen von 65.000 Liter und in diesem blauen Penta-Anhänger passen ebenfalls 65.000 Liter. Okay, dann sind die aufeinander abgestimmt, dann passt das soweit. Ach guck mal, das ist doch eine schöne Kombi, oder? Da kann man doch mit arbeiten. Ab in die Kartoffeln. Nebenbei wird Raps gesät. So. So, jetzt würde mich mal interessieren, wann der Kollege hier voll ist. Die Kartoffelernte wird auch eine Weile was dauern, ne? Ach, 23%. Ne? Der wird hier noch eine ganze Weile hin und her fahren. Da haben wir auf jeden Fall erstmal Ruhe. Warte mal, Gras, guck mal hier. Haben die das gleiche Wachstumsstadium? Glaube ja, oder? Ja, geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So funktioniert das. Genau, hier wollte ich auch noch her. Hier wollten wir nämlich was bauen. Und zwar machen wir das jetzt. Hier so viele Sachen gleichzeitig, das ist manchmal echt schlimm.
Wo machen wir das am sinnvollsten hin? Ja. Hier vorne. Wartet hier mit bei? So, ja, ne? Saatgut? Ja, guck mal hier. So, und Dünger. Daneben haben wir das auf jeden Fall schon mal auf diesem Hof. Vollmachen fällt aus, weil kein Geld. Aber das ist ja auch erstmal ja nicht so schlimm. Was wir haben, haben wir. Jetzt stehen die Dinger hier. Jetzt können wir sie auch irgendwann mal benutzen. Wir bräuchten eventuell eine Fahrzeughalle. Dass wir mal ein paar Traktoren unterparken können. Warte mal, nee, das Ding nicht. Oh. Ist ja nicht mal so schön. Haben wir was anderes im Angebot, was ansehnlicher ist? Muss auch nicht so riesengroß sein. Da muss nur irgendwas drin passen. Das wird mir schon reichen. Das Ding kostet 152 Latten. Das ist ja verdammt. Weil das Solarzeug oben auf dem Dach drauf klebt. Brauche ich doch ja nicht. Bleiben wir nur ein Fahrzeugunterstand, Leute. Hallo. Das Ding kostet 13 Zettel. Hier passen nur große Trecker unter. Wäre eigentlich ganz geil. Was ist denn, wenn wir das hier in die Ecke pflanzen? Hier unter. So. Wir müssen aber irgendwie die Bäumchen da weg. Eieiei. Gut, den Nadelbaum, den kann ich ordentlich verwerten, das ist kein Thema. Da kriegen wir ja was hin. Können wir nämlich Brennholz draus machen. Was haben wir hier noch? Mit offene Fahrzeugunterstände ist ja nicht so prall, ne? Was ist denn das hier für ein Ding? Der ist so flach. Oder täuscht das? Ich muss dir sagen, ich finde die Dinger bald am geilsten hier. Weil hier passt halt ordentlich was drin an Fahrzeugen. Hier hast du halt vier Schächte, ne? Aber der andere war auch nicht schlecht. Wollen wir mal so ein großes Ding hier bauen? Wo ist denn das hin? Das da. Müssen wir nur die drei Bäumchen hier wegholzen. Und da liegt hier noch Schrott rum. Aber das können wir ja angrenzend machen. So. Das sind, hier sind ja noch mehr Bäume hinter, die stören. Nö. Dann würde ich sagen, hauen wir mal die ersten drei Bäume weg hier. Und der Kartoffelroder hat ja noch zu tun. So, den legen wir erstmal um. Schade, dass wir mit Laubbäume nicht Richtung Brennholz agieren können. Das müssen wir dann halt ins Sägewerk schmeißen. Aber den nimmt er auf jeden Fall. Nadelholz ist erwünscht. Bedeutet, wir haben wieder einen schönen Output an Brennholz. Und zwar drei Paletten, A5000 Minimum. Ist mega. So, dann hauen wir den weg. Die legen wir erstmal nur beiseite hier. So. Ist echt schade, dass sie hier keine normalen Bäume nehmen. Wir könnten ja nochmal probieren, aber ich glaube nicht. Die wollen hier nur Nadelholz. Das, was dein Kamin schön verharzt, ja? Komm doch von dem Baum runter, Junge. Ey, nimmt er ja doch. Ihr habt's dann Update, sag mal? Ja, mega geil. Warum haben wir denn die Bäume letztes Mal alle weggeschleppt? Ja, naja, dann ist ja alles klar. Hab mich schon gewundert, warum nimmt der denn Nadelbäume? Dann habe ich euch ja Quatsch erzählt, Freunde. Gott sei Dank seht ihr jetzt live, dass das doch funktioniert. Da bin ich ja froh, ey. Also innerlich bin ich am Lachen, weil ich mich freue. Geil, dann kriegen wir hier sechs Paletten raus. Was ist mit dem dicken Onkel hier? Der wird auch stören. Wir fahren mal den Trecker beiseite. So, da ist das Ding. Guck mal. Ja, der Baum dahinter, der glitscht auf jeden Fall durchdacht. Dann muss er weg. Hilft ja alles nicht. Wir brauchen Holz. Brennholz. Geil. Gibt ihm mir ordentlich Asche. Oh, das ist ein dicker Baum. Gleich den Stuppen weg. Zack. Das andere Ding hier, oder? Den Eukrösus. So. Und ab dafür. Schade um den Baum, aber hey.
So, bitte, nimm ihn. Ja, jetzt sind wir schon bei 14 Paletten fast. 13.900, bisschen was wurde schon verwurstet. Guck mal da, ein schräger Typ. Seht ihr das? Der Ede da? Herrlich. So, jetzt können wir... Oh, guck mal hier, jetzt haben wir aber Platz ohne Ende. Können wir leicht nach hinten versetzen. Auch ist ein bisschen schöner. So, die wohnt jetzt da. Da können wir Fahrzeuge drin abparken. Dann machen wir hier vorne den Boden noch toll. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit unsere Erntegeschichte hier läuft. So, ein bisschen beschottert. Fertig. Na, siehst du, neue Halle auch am Start. Geil. Für die richtig fetten Maschinen. Fast in die Mauer eingerastet. So, wie sieht's denn hier, Klaus? Wo ist denn das Ding? Der fährt noch. Erstaunlich, ja. Kette dachte, er ist schon bald voll. Mal gucken. Muss sie flücht werden? Das ist ja kein Thema, das wissen wir doch. Deswegen steht ja der Flug auch da hinten. Oh ja. Guck mal. 69%. Sind jetzt viel oder wenig? Also ich hätte bald gedacht, dass wir hier irgendwie mehr ernten. Aber jetzt sind halt doch 65.000 Liter, ne? Wenn ich so daran denke, dann hatten wir doch in dem Rübenlager da hinten viel, viel mehr, oder nicht? Wir haben schon ein paar Mal die BGA damit versorgt. Na gut, ich lasse mich vielleicht auch täuschen von der Arbeitsbreite, weil da sind ja hier nur irgendwie 3 Meter oder was. Ja. Okay, wir können mal nach den Casium-100 hier Schichten gucken. Wir könnten auch nochmal eine Runde Steine wegfahren. Okay, er ist noch voll dabei. Hat doch noch echt viel Saatgut an Bord. Sehr schön. Der andere sieht aus, als wenn er fertig wäre. Der ist genau jetzt fertig. Na, was ein Timing. Sehr schön. Ja, wollen wir den hier vorne gleich fahren lassen? Wäre eigentlich gar nicht schlecht, oder? Und der Kartoffelroder ist fast voll. Da kam gerade die Meldung. Ich will den noch eh mal abbunkern. Das wäre natürlich schon sehr, sehr schön. Bedeutet dann aber natürlich, dass wir noch weiter in die Kartoffelernte gehen in der nächsten Folge und noch weiter Raps anbauen. Also das wird sich jetzt ein bisschen ziehen, ne? Das ist ja natürlich klar. Vor allem Kartoffelernte dauert ja ewig. Und wenn die Bäume hier reif sind, dann wird der Harvester wieder glühen. Dann wird ordentlich Holz gemacht. Wir müssten eigentlich so viel wie möglich in den Brennholzverleih stecken, dass wir mal richtig an Geld rankommen, um den Kredit zu tilgen und mal richtig was auf Kante zu packen für neues Land und so. Wäre eigentlich an sich ja nicht verkehrt. Eigentlich ist die Sämaschine richtig geil. Guck mal, die euren Zinken da unten. Die lockern nämlich deine gefahrene Fahrspur auf mit dem Traktor, der die Sämaschine in dem Moment gerade zieht. Mega schlau, die Technik. So. Wie gesagt, von der Sämaschine hätte ich gerne noch eine zweite. Dann wäre der K700 mal 2, also alle Beete, recht effektiv in der Aussaat. Mal gucken. Geld kommt ja rein, ne? Wir haben ja gerade schön Holz reingesteckt in den Brennholzverleih. Aber jetzt mal ohne Quatsch, Leute. Letztes Mal wollte ich Laubbäume reinstecken. Da hat er gesagt, wird irgendwie nicht unterstützt oder so. Und sonst wäre ich ja nie auf die Idee gekommen. Aber wenn der jetzt damit eben mal dann doch Laubbäume nimmt... Mir sollte recht sein, immer rin. So. Raps, alles voll mit Raps. Warte mal, so viele Felder sind die ja denn eigentlich doch gar nicht, oder? So, wir schauen mal auf die Mappe. Nach dem Speicher natürlich. Auf den beiden Feldern wollte ich Weizen machen. Hier haben wir Rüben, hier haben wir Kartoffeln.
Raps, Raps, Raps. Hier wäre nochmal Raps, dann hätten wir nur vier Felder Raps. Hier ist Gras. Ja, na gut, dann, ja, okay. Ist ja doch überschaubar. Dann wird die Kartoffelernte wahrscheinlich hier sehr zäh und langwierig werden. Aber hey, so, wir gucken mal, wie er sich hier vorne schlägt und dann bin ich gespannt auf den vollen Kartoffelroder. Müsste ja bald die Meldung kommen, theoretisch eigentlich. Zieht er bis zum Ende durch oder lässt er hier was stehen? Ich bin mir immer nicht so sicher. Aber ne, müsste eigentlich laufen. Denke ich. So, Licht an und Abfahrt. Wir können ja schon mal drehen und hinterherfahren, weil wird er hoffentlich gleich voll sein. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus, der Gerät. Da hält er an, perfekt. Also Timing läuft heute, ne? Yay. Mega. Neuer Traktor, Leute. Kartoffeln. Sehr, sehr cool. So gleich voll, ne? So, dann machen wir den noch leer. Dann haben wir nämlich schon mal den ersten Anhänger voll für unser Schweinefutter. Oh ja. Aber schade, dass der nicht mehr wie 30 km/h fährt. Da unten stehen nämlich 40. Bin jetzt leicht enttäuscht, mein Kleiner. Vielleicht müsste ich hier nochmal in die XML, weil wenn der nachher genauso schnell fahren würde wie der andere Quadrac und den John Deere RX, den wir auf der Fox Farm haben, das wäre geil. Wenn nicht, muss ich mir die XML nochmal anschauen und das ein bisschen angleichen. Weil wenn der 60 Klamotten fahren würde, dann wäre das der Traumtraktor. Der ist günstig, schön, weil er alt ist. Man kann den schwarz machen, weil es geil ist. Und der ist schnell, weil er kann. Oder was? Die ersten Kartoffeln für die Schweine. Ah, ich bin nur auf die Umwandlungsrate von dem Schweinefuttermachapparat gespannt. Ich hoffe, dass das läuft. Das ist schon ein fetter Anhänger voll, oder? Ach, guck mal, die Fahrzeughalle hier, die passt ja perfekt. Ich möchte den Hof auch ja nicht so doll zerstören, weil mit diesem Baumbewuchs hier und so, das gefällt mir eigentlich optisch recht gut. Wir müssen hier nur. Ne, warte mal, Hofsilo haben wir ja. Komm, wir schmeißen erstmal rein. Was wollen sie denn haben? Ja, nichts. Weil noch nichts da ist. So, Kartoschkas. Die ersten Kartoffeln. Die Abladegeschwindigkeit von dem Hänger habe ich erhöht, dass der nicht Ewigkeiten mit einem ausgestreckten Bunker oben hängt und da rausläuft. Jeder Korn einzeln, deswegen. Ja, Mods umschreiben ist manchmal cool. So, wir haben schon wieder Überlänge, Leute. Wir schauen mal nach. Produktionen. Guck mal, die Sämaschine ist hier auch gleich fertig. Das Feld hier, dann hat er hier noch den nächsten Acker. Da müssen wir, wie gesagt, noch alles walzen und striegeln. Ich wollte hier hin. Gold läuft, Steine 27.000. Da können wir auf jeden Fall nochmal einen LKW hinfahren. Biogasanlage. Silage ist volle Pulle da, ist aber voll.
Also, die werden das Gas nicht los. Wir könnten auf Verkaufen drücken, aber lass mal. Was wir haben, haben wir. Hier Wechselhäuser ohne Ende. Ja, ich wollte in die Schweinefutterapparatur. Da. Oh, hier hat aber viel drin. Kartoffeln werden noch am meisten weggehen. Zuckerrüben die Hälfte, Weizen die Hälfte. Alles klar. Die beiden Weizenfelder, die wir machen, die werden 1000 Jahre reichen, gefühlt. Okay. Läuft. So. Freunde, das war's für heute. Wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn wir weiter in die Rapsaussaat und Feldbearbeitung gehen. Nebenbei müssen wir ganz viele Kartoffeln abroden, Kraut schlagen, einladen, hierher fahren und dann gucken, wie es weitergeht, ne? Eine Sache noch. Wann sind die Zuckerrüben erntereif? Zuckerrüben im Oktober. Also haben wir noch 2 Monate Zeit. Alles klar. Leute, das macht Spaß. Das läuft. Der neue Trecker ist cool. Der müsste ich eventuell in der XML nochmal drin rumpopeln, dass wir den vielleicht einen Ticken schneller kriegen. Muss ich mal sehen. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Rinnehauen.